Ja, hallo, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Der Grund für das heutige Video ist ein größeres Päckchen, das ich bekommen habe. Eine ganz schöne Ladung da, gell? Und den Inhalt stelle ich euch später vor. Und dann war noch ein Brief dabei. Und zwar heißt es da ein offener Brief an meine Pfeifenfreunde. Ja. Und der Brief ist vom Pippenmanni hier. Vielleicht kennen ihn einige schon. Der gibt öfter auch Kommentare ab. Gell? Und ich will euch da, weil es ja ein offener Brief ist, Manni, gell, werde ich den auch hier vorlesen. Gell? Übrigens rauchen tue ich ja, meine Neuerwerbung letzte Woche, die Meerschaumpfeife. Was ich mir ja beim Tabak One Bosch besorgt habe. Gell? Angenehmes, kühles, trockenes Rauchen. Ich habe es jetzt das dritte Mal unter Feuer. Und ja, ganz ein tolles Rauchgerät. Gell? Bin nicht bereut, dass ich das gekauft habe. Obwohl, ich war eigentlich noch nie bereit, wenn ich eine Pfeife gekauft habe. Gell? Ja. Und dieser Brief, wie gesagt, ist ein offener Brief an meine Pfeifenfreunde. Und da schreibt er da: Hallo lieber Helmut, zuerst einmal einen großen Dank an dich, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Wie ich schon erklärte, habe ich leider nicht immer die Zeit, Videos zu machen. Deshalb melde ich mich auf diesen Weg. Ja, das mit kurz Zeit, Manni, da ich schon trotzdem einmal schauen, weil eine Kamera hast ja, gell, dass du vielleicht doch einmal ein Video zusammenbringst. Also, das hat mich echt gefreut, gell. Zeit hätte ich eigentlich auch nie, wenn ich es so rechne. Und die sollte man sich einfach einmal nehmen, gehen, wenn man wirklich aktiv mit dabei sein will. Aber das jetzt nur mal nebenbei, gell? Dann schreibst du weiter: Der Rallye-Grufti hatte ja aufgefordert, Bilder einzusenden. Ich hatte aber keine Zeit, da ich ein bisschen viel um die Ohren habe. Und auf einen Schnappschuss mit der Webcam bin ich gar nicht gekommen. Da ihr alle, also du, Rallye-Grufti, Wogi 73, Björn, Yogi und viele mehr so unendlich viel Zeit und Arbeit investiert, wollte ich mich revanchieren und wenigstens einmal was dazu beitragen. Ja, das finde ich ganz nett. Es ist nichts Besonderes in der Kiste, aber im geschenkten Gaul schaut man ja bekanntermaßen nicht ins Maul. Gell? Da muss er vollkommen recht geben, Manni. Ich würde mich freuen, wenn du was für dich findest. Feuerzeug, Pfeife, Filter. Ich kann mir also rausnehmen, was ich möchte, gell? Und werde dann natürlich auch wieder was reinlegen, gell? Weil wenn schon den schon, ich nehme nicht bloß raus. Gell? Ja, und dann heißt, schreibst du weiter: Bitte sende die Kiste weiter, bitte als nächstes an Rallye Grufti, da er den Special Latakia auch gerne mag und ich mich auch bei ihm hiermit bedanke. Also, Rally, das Paket, ich zeige es euch dann schon, gell, weil ich bloß den Brief verlesen. Das nächste Paket geht dann an dich, gell? So, als Gegenleistung erwarte ich ein Video über deinen Eindruck und die Weitergabe der Tabakskiste. Zuerst an Ralf, dann soll sich jeder was nehmen, wenn er was hinzufügen und weitersenden. Ja? Und du findest es auch toll, wenn jemand mitmacht und die Kiste vielleicht irgendwann wieder in Pappenburg, wo du wohnst, gell, bei dir landet. Ja. Ich habe da auch noch nie mitgemacht bei sowas, aber ich tue dir den Gefallen jetzt einfach mal. Und wie gesagt, die Kiste geht natürlich als erster dann an Rallye weiter. Gell. Ja, und dann hast du noch Fragen, da schreibst du: Ich mag gerne Marlin Flake. Ja. Such noch einen Tabak, der auch so lecker nach Rosinenbrot schmeckt, aber nicht so viel Nikotin hat als All Day Smoke. Sollte in Deutschland erhältlich sein. Ein leckerer Vanillearomat, der aber noch gut nach Tabak schmeckt und nicht auf der Zunge brennt, wird auch von mir gesucht. Entweder weiß jemand da was, also das seid jetzt ihr gefragt, ja. Entweder weiß jemand da was oder kann mir einen Tipp geben. Leider habe ich in keinem Video das Thema Zugwiderstand gefunden. Ich rauche zum Beispiel Faun mit 20 und 21 mm Bohrung. Größere Köpfe, wie zum Beispiel bei meiner Stenwell,
wollen mir nicht schmecken. Vielleicht vergleich doch mal den Zugwiderstand mit einer Faun mit geradem mittleren Füllvolumen. Schieb eine Diskussion in Gang, also da meinst du mich, ich soll da Diskussion in Gang schicken oder schieben. Und wir sollen da ein Thema draus machen und als Dankeschön verlost du eine berauchte Faun-Jahrespfeife 2014. Da ich zufällig ja die gleiche habe, da haben wir ja schon geredet drüber, also diese verlost du, diese wunderbare Pfeife, ja, diese Jahrespfeife Faun 2014. Also alle, die da mitmachen, ja, da vielleicht auch ein Video einstellen, wie sie das mit dem Zugwiderstand ihrer Faun machen. Obwohl, es gibt ein Video, lieber Manni, und zwar vom Rally. Ja, der hat einmal ein Video darüber gemacht und das mache ich eigentlich auch so. Alle Pfeifen werden bei mir eigentlich auf 4 mm aufgebohrt. Und das mache ich mit einem ganz normalen Handbohrer. Und wie gesagt, das habe ich vom Rally, das hat er nämlich schon mal in einem Video vorgestellt. Ist natürlich ein Problem bei gebogenen Pfeifen, okay, da muss man aufpassen. Aber bei geraden Pfeifen, sage ich jetzt einmal, ist das überhaupt kein Thema nicht. Aber vielleicht hat ja von euch irgendeiner da noch andere Idee, gell, wie man das machen kann. Gell. Aber meine Pfeifen, wie gesagt, die werden alle auf 4 mm aufgebohrt. Gell. Ja, was schreibst du noch? Wie gesagt, da verlost du diese berauchte Jahrespfeife 2014. Die Verlosung werde ich dir bekannt geben, wenn die Zeit ist. Ja. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich E-Mails mit Namensvorschlägen sammle. Dazu darfst du meine E-Mail-Adresse weitergeben. Also die E-Mail-Adresse vom Pipmoney werde ich euch unten einblenden, noch einen Link. Ja, und dann schreibst du, ich hoffe, wir reden irgendwann mal wieder auf Skype in Ruhe miteinander, werden wir machen, Manni. Gell? Und dann noch viel Spaß. Gell? Und du erwartest mein Video, ja, das mache ich jetzt gerade damit. So, und jetzt zeige ich euch, was in der Kiste drin ist. Gell? Pippi ist auch schon wieder ausgegangen. So. Oh, das Papier, also eine Robe dabei. Ja, dann hast du so Reinigungsgeschichten. Das habe ich auch noch daheim für die Pfeifenköpfe, gell? Das geht ja noch. Da gibt es noch für Mundstücke. Ich habe auch schon mal in der Rallye ein Video drüber gemacht, gell? Die nehme ich auch nicht her, die stinken permanent, diese Dinger. Und ich mache das entweder mit Wechselkotten, gell? Das ist so ein Bienenwachs, hat auch mal in der Rallye vorgestellt, wo ich die im lauwarmen Zustand da ein bisschen mit einem Tuch ja, einschmier, ein bisschen einziehen lasse und dann sauber mache. Und von denen halte ich nicht so viel. Ich lasse einmal drinnen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Gell? Dann Independence, toller Tabak. Habe ich mir genutzt, Pfeiftabak, kenne ich, habe ich einmal daheim. Geht also auch wieder in die Dose. Was ich mir rausnehme, weil da hast du zwei drinnen. Eine volle Dose Firedance, gell? Die mag ich ja. Dann lasse ich den auch wieder drinnen. Weil. Wenn ihr vielleicht andere auch mal probieren wollen, gell? So, dann ist drin Olga's Lonely Blend. Ist schon sehr hocharomant, ich habe geraucht, ist nicht so mein Fall. Bleibt also auch drin. Dann, der bleibt sowieso drin. Ja, weil den kenne ich. Ist aber auch sehr gut. Haben wir noch Holmer Knutzen Nummer 2. Kenne ich auch. Bleibt drin. Navy Flake habe ich glaube ich noch 3 oder 4 Dosen daheim. Gebe ich auch wieder rein. Dann Kleinlage. Sherry und Lakritz. Also, Manni, ich versammle dir nicht nochmal ein Pfeifen, gell? Mir klang so mit dem Gurkentabak. Und wenn ich da auch schon raus rieche, dieser Lakritz und der Sherry, also das ist mir zu viel, Leute. Gell? Da kann vielleicht ein anderer was damit anfangen. Geht auch wieder rein in die Kiste.
Was ist noch? Ah ja, Spätzl bleibt der Kirch weg. Ralli, der kommt sowieso zu dir, weil du magst den auch gern, gell? Dann Petersen, Irish Fleck. Ja, den nehmen wir auch noch raus. Gell? Dann, was haben wir da noch? Hast du mir noch Steinwehrfilterräder? Die bleiben auch wieder in der Kiste, weil ich bevorzuge lieber die Faun. Ja. Und dann hat man so eine kleine Pfeife reingetan. Ja, die behalte ich mir auch, gell, weil. Jetzt muss ich mal oben Pfeifen aufs Zeitling. Ich habe zwar ein paar so, aber das ist so richtig, gell, wenn man mal beim Essen ist und geht einmal schnell raus und raucht dann. Im Fallding ist die nur 9 mm gefiltert, gell. Das sind meine alle gar nicht. Ja, ganz ein nettes kleines Ding. Vielen Dank, Manni. Also die nehme ich mir auch raus. Feuerzeug habe ich jede Menge, bleibt drinnen. Ja, und dann hast du noch ja, von Faun, scheinbar der neueste Katalog, gell. Kenne ich aber alles hier auch nochmal, bleibt auch drin. So, jetzt haben wir da alles was Neues, also das bleibt drin. Profi Fire Dance bleibt drin, wollen wir benutzen. In der Bendens bleibt auch drin. Irish, die nehmen wir, gell. Die Stempelfilter bleiben drin. Special Latte Kiaflek bleibt drin. Holmer Knutzen Nummer 2 bleibt drin. Dann auch der ist nicht so meine Sache. Fire Dance nehme ich mir. Was war jetzt noch? Ja, also der Kleinlagel, der gleich wieder rein da. Nichts für mich. Navy Fleck kommt wieder rein. Und Braunfleck. Gell? Tu ich auch nicht, weil ich kenne ihn. Wie gesagt, ist er hervorragend, da sollen aber die anderen auch probieren. Vielleicht kennt ihn ja jemand noch nicht. So, und was tue ich jetzt rein? Haben wir gedacht. Ein volles Bäckchen St. Bruno kommt von mir rein. Volles Bäckchen Condor kommt von mir rein. Und eine gute halbe Dose vom Odin. Ja, habe ich ja schon mal vorgestellt. Das kommt von mir rein. Jetzt werden aber die Kisten wahrscheinlich zu klein werden. Ich muss mal schauen, ob ich die anderen stapeln kann. Irgendwie anders. So, ja. Soviel zu der Tabakskiste. Wie gesagt, Rally, die geht jetzt an dich. Gell? Und auch mit dem Brief, weil es ja ein offener Brief ist, lege ich den auch mit rein. Und wie gesagt, ich schreibe euch darunter noch die E-Mail-Adresse dazu. Würde mich freuen, wenn einige mitmachen würden, gell? Gerade jetzt über das Zugloch von den Pfeifen. Vielleicht hat der eine oder andere auch das Problem. Wie gesagt, ich weiß es durch den Rally schon vom Video, wie er das macht. Und, aber es ist ja durchaus möglich, dass da noch andere Leute irgendwelche gute Ideen haben, gell? Lieber Manni, vielen, vielen Dank, gell, für diese Kiste. Jeder Montag auf dem Weg zum Rallye. Ja, das soll es jetzt eigentlich wieder für heute gewesen sein. Den tun wir mal pfeifen nochmal an. Und einen Schluck Kaffee. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Macht es gut, genießt es. Lasst euch eure Pfeifen schmecken und eure Tabak. Und bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.